Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr im Fitnessstudio seid, ihr wollt unbedingt trainieren, ihr habt Top-Motivation, aber alle eure Muskeln sind einfach so tot, sind einfach so ermüdet, ihr könnt einfach nicht mehr und merkt auch schon bei den ersten Sätzen, die Muskulatur ist verkatert. Macht es überhaupt Sinn, mit einem Muskelkater zu trainieren? Ich merke es selber gerade, ich habe die letzten 4 Tage in Serie trainiert. Heute der 5. Tag hat einfach damit zu tun, dass ich ein paar Projekte gemacht habe, wo ich dann eben trainieren musste, wo es nicht mehr eine freie Entscheidung war. Und jetzt heute am 5. Tag habe ich mir gesagt, okay, ein leichtes Training, das muss sein. Ich muss mich zumindest richtig warm machen können und merke aber, mir tut alles weh. Und zwar folgendes, ihr dürft nicht vergessen, wie sieht es in eurer Muskulatur aus, wenn ihr einen Muskelkater habt. Das Ganze hat mit einer Übersäuerung zu tun, aber nicht so, wie immer angenommen wurde, sondern das ist letztendlich so, dass eure Muskulatur kaputt ist. Die ist also zerstört und in diese kleinen Risse dringt Flüssigkeit ein. Und genau das ist das Gefühl, was man von einem Muskelkater kennt, wenn man sich dann so bewegt und merkt, oh, diese Spannung, das ist eben genau jenes Gefühl, was ich gerade beschrieben habe. Passt auf, ihr dürft einfach nicht vergessen, eure Muskulatur ist mit dem Reparieren beschäftigt, eure Muskulatur braucht nicht schon den nächsten Reiz. Wenn ihr dann trotzdem noch belasten wollt, empfehle ich euch nicht im schweren Bereich, nicht im Hypertrophiebereich zu belasten, sondern wenn dann Richtung Kraft, Ausdauer, 15 Wiederholungen plus, gerne 20 Wiederholungen plus. Manchmal geht es einem danach auch besser. Ein guter Tipp aus meiner Sicht ist zum Beispiel beim Muskelkater in den Beinen Spaziergänge machen, einfach nach hinten raus ein bisschen lockere Bewegung, über eine lockere Bewegung die Muskulatur lockern, fühlt sich dann auch ganz anders an. Vielleicht nochmal so schön in die Badewanne gehen, so dieses ganze Wellness-Programm und nicht immer nur draufkloppen. Also wenn ihr trainieren wollt, tendenziell viele Wiederholungen, geht nicht in den ganz krassen Bereich rein. Es wird euch nichts bringen, wenn euer Körper mit sich beschäftigt ist, dann braucht ihr da nicht nochmal immer wieder einen draufsetzen, weil das eben mehr nicht auch zu automatisch mehr Muskelaufbau führt. So, ich werde mich jetzt hier trotzdem noch ein bisschen warm machen, ungefähr 20 Wiederholungen heute. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf und wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.